Schon gut. Ich werde doch alleine reinfinden. Okay. Willst du, dass wir uns morgen sehen? Ja, natürlich. Sehr gern. Danke für den Abend. Red bitte nicht davon. Gute Nacht. Nacht. Guck mich bitte nie wieder so an. Was meinst du? Du weißt genau, wovon ich rede. Dieser Schweig-jetzt-Blick, dieser erzieherische, urteilende Blick. Tut mir leid. Okay. Vielen Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Es ist nur so, dass... Der Abend lief nicht so, wie ich erwartet hatte. Ich finde, du hast es gut gemacht. Miles war zufrieden. Vorausgesetzt, er sieht so aus, wenn er zufrieden ist. Ja, jeder von denen schien zufrieden zu sein. Willst du noch mit reinkommen? Nein, ich fahre nach Hause. Okay. Sehe ich dich morgen? Das mit dem Blick tut mir wirklich leid. Ich spürte, wie es mich überkam und ich konnte es nicht aufhalten. Mein Gesicht verwandelte sich in diese Vatermaske. Es ist nur... Das ist wichtig. Es ist wichtig und ich will es. Ja, das verstehe ich. Dieser Blick tut mir sehr leid. Es wird nicht wieder passieren. Das will ich hoffen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Sie geben den Lehrern tatsächlich einen Bonus abhängig davon, wie gut die Schüler ihre Standardtests machen. Ich meine, es geht nicht darum, wie viel sie gelernt haben, sondern nur um diese Tests. Das ist doch teuflisch. Ja. Ja, das nehme ich an. Also so habe ich das Ganze noch nie gesehen. Ja, warten Sie, bleiben Sie dran. Dad, das ist für dich. Ach, wirklich? Ja, dein Kunde dieser, Dan Trell. Scheint ziemlich cool zu sein. Miles? Rick, Sie haben da einen sehr gewinnenden Sohn. Aber, danke. Mein Plan war es, Sie anzurufen und den Abend Revue passieren zu lassen. Also, ich habe alles getan, was ich konnte. Das war auch der Plan. Und ich habe bis eben mit unseren Freunden von Atlantor gesprochen. Aha. Sie sind im Boot. Wirklich? Voll und ganz. Größtenteils wegen Ihres Bildes von dieser urbanen Donau, umgeben von kooperativen Bergen. Sie waren fast so beeindruckt wie ich. Dann wird die Sache also laufen? Allerdings, das wird sie und mehr noch. Müssen die es nicht noch mit jemandem besprechen, Miles? Sie sind die Leute, mit denen sich andere besprechen müssen. Sie sind der Mann, der uns beide stolz gemacht hat, Rick. Genießen Sie den Rest des Wochenendes, nehmen Sie Ihren Sohn auf eine Sportveranstaltung mit und verbünden Sie sich mit ihm. Wir reden Montag. Ich danke Ihnen, Miles. Ganz meinerseits. Guten Morgen, Partner. Selber guten Morgen. Du bist einfach unglaublich. Nein, ich treffe nur ungefähr zu 40%. Nein, ich finde es unglaublich, dass du nicht wissen willst, wie es gelaufen ist. Und Rick, wie ist es denn gelaufen? Die Sache ist geritzt, David. Wir haben das ganze verdammte Ding. Es war so, als hätten wir den ersten Auftrag an Land gezogen, nur 1000-mal besser. Ach, David. Tu dir selbst einen Gefallen und öffne dich ein klein wenig. Lass es an dich ran, denn es tut so gut. Du warst also brillant. Weißt du,
Ja, verdammt, das war ich und wie ich das war. Ich fühlte mich wie ein Seiltänzer. Das Adrenalin strömte in meinen Schädel und ich war brillant. Und du hättest diese Räume sehen sollen, total verwandelt. So wie es jetzt wieder aussieht, könnte es auch ein Traum gewesen sein. Das Einzige, was daran erinnert, ist diese gläserne Patrone. Ich werde das Ding einrahmen und an die Wand hängen. Kannst du ein Glas einrahmen? Sicher. In einer netten Schattenbox, schwarz ausgekleidet. Miles muss das sehr gefreut haben. Ja, auf seine undurchsichtige Art schon. Hättest du diese Menschen nicht so beeindruckt, wäre der Traum geplatzt. Ja, und das ist doch gut so. Denn nur das Gebäude von Miles wäre keine Herausforderung. Miles würde kein Gebäude haben ohne diese Geschäftsleute. Wovon redest du bitte? Weißt du, ich habe übers Wochenende rumtelefoniert. Ich habe mit einer Ex-Freundin gesprochen, die ist mittlerweile mit einem Banker liiert. Weißt du noch, am letzten Mai, als Miles so wählerisch war? Das war etwa zu der Zeit, als die Finanzierung für dieses Wahnsinnshochhaus über den Jordan gegangen ist. Was meinst du? Ich will damit sagen, dass mehr echtes Geld in diesem Modell steckt, als hinter Miles Trentell. Das Konsortium der spanischen, deutschen und luxemburgischen Bankiers, naja, sie haben kalte Füße gekriegt. Er konnte sie allein durch die Kraft seiner Persönlichkeit zusammenhalten, was ich ihm sogar abkaufe. Aber im letzten Frühling wurde die Herde aufgeschreckt und es gab eine Treibjagd. Das hat dir deine Ex erzählt? Mhm. Woher weiß sie das? Nun, offenbar ist es ein offenes Geheimnis. Es ist nur so, dass wir hier nicht so viele Luxemburger Banker auf dem Parkplatz treffen. Letzten Mai? Mhm. Etwa um diese Zeit, als das ganze Gezeter anfing von wegen, warum ist die Wand gewölbt und dieser ganze Schwachsinn? Er hat Atlantor nicht beteiligt. Ohne die wäre er ein Nichts. Du hast seinen Arsch gerettet, weißt du das? Und ich wette, du hast dich noch dafür bedankt. Tut mir leid. Es war meiner Ansicht nach nicht etwas, das Sie hätten wissen müssen, aber ich hätte es Ihnen gesagt, wenn Sie gefragt hätten. Ich hatte die Befürchtung, dass solch irdische Sorgen Sie ablenken könnten. Sie hatten niemals das Geld für dieses Gebäude, Miles. In dieser unserer heutigen Zeit, was genau heißt haben eigentlich? Und was bedeutet Geld in diesem Zusammenhang? Sie sind ein Schwindler, Miles. Und jetzt haben wir eine Menge Geld für viele Gebäude. Was bedeutet Wahrheit eigentlich? Sie haben am Samstagabend Skulpturen aus Luft erschaffen. Sie haben einen Traum aus dem Nichts entwickelt. Das war auch eine Art von Schwindel. Nur, dass es jetzt auch von Ihnen gebaut wird. Wie viele Männer schaffen das? Was ist es, das Ihnen so wahnsinnig in Ihr Gewissen redet? Sind es die Leute von Atlantor? Stört Sie Ihre Gewöhnlichkeit? Bei Gott, mir geht's so. Aber große Tempel sind immer schon errichtet worden, um Mittelmäßigkeit zu ehren. Sie haben mich manipuliert, Miles. Sie haben mich diesen Leuten vorgeführt und Sie wussten, ich hasse das. Nein, das taten Sie nicht. Es waren Aufregung und Furcht im Spiel, aber kein Hass. Und als die Furcht verflogen war, fühlten Sie etwas, was Sie noch nie zuvor in Ihrem Leben gefühlt haben. Nein, Sie benutzten mich, um das Geld zu kriegen. Weil ich wusste, dass Sie es konnten. Aber wenn Sie sich so verletzt fühlen, wenn Ihr Vertrauen in mich so ruiniert ist, dann nehme ich diese Last von Ihren Schultern und werde einfach einen anderen Architekten suchen. Entschuldigen Sie mich, das Telefon. Ja? Ja, ich bin gleich da.